hallo, ich bin Freya und was mache ich eigentlich? Ich paddel rund um Inseln. Inseln können klein oder groß sein. Island, das war die erste. Die habe ich umrundet in 33 Tagen und dann ging es so rund um Neuseeland. Schon in 70 Tagen. Und da dachte ich mir, fängst mal einen großen Kontinent an. Und den kleinsten, den ich finden konnte, der war Australien. Und in Australien habe ich 11 Monate gebraucht, war die erste Frau und aber auch die schnellste. Ja, Australien, das war schon eine ziemlich große Herausforderung für mich. Ich musste an Steilküsten entlängs paddeln, die 180 Kilometer lang waren. Und da konnte ich nicht schlafen, sondern musste einen Tag, eine Nacht, einen Tag im Boot verbringen und kontinuierlich durchpaddeln. Oder ich habe selbst ausgewählt, rings über den Golf von Cap Dreia zu queren. Das waren 8 Tage und 7 Nächte. Und dabei muss ich natürlich auch richtig schlafen, sonst geht das einfach nicht. Haie gab es auch jede Menge, die schwammen dann so gerne hinter meinem Boot und stupsten immer hinten rein. Und einer beschloss dann auch hinten rein zu beißen und das hat ein größeres Loch hinterlassen. Aber zum Glück hat er das Boot nicht zerbissen. Nach Australien dachte ich mir, dann fährst du nochmal um den zweiten Kontinent und dann war ich die erste Person, die sich rund um Südamerika gewagt hat und es auch geschafft hat. Bevor ich in Südamerika überhaupt starten konnte, musste ich erstmal Papierkram erledigen. Es ist unglaublich. Überall auf der Welt setzt man sein Boot ins Wasser und paddelt los. Nur in Südamerika nicht. Da muss man erstmal eine Genehmigung ausfüllen und noch mehr und noch mehr. Die Südamerikaner sind da viel gründlicher mit der Bürokratie, weil man muss ja erstmal beim großen Kommandanten Bescheid sagen. Aber leider gibt es auch nicht nur einen, sondern es gibt noch ein paar mehr. Ne? Und dann immer noch mehr. Und irgendwann hat man sich dann da durchgekämpft durch die Hierarchiestufen. Aber nichtsdestotrotz, sie sind ja auch dafür da, dass man so ein bisschen vor den Gefahren des Ganzen gewarnt wird, beziehungsweise zu helfen, wo denn es nötig ist. Es fing an im September 2011 in Buenos Aires, dann bin ich südlich gefahren, entlang Argentinien, rings um das berühmt-berüchtigte Kap Horn mit superstarken Orkanen und Winden. Es ging weiter nördlich, längs Patagonien und Chile, nach Peru und Ecuador, quer den Äquator, fuhr durch den Panamakanal nach Venezuela in der Karibik, fuhr entlang den Guyanas, habe mich zum Amazonas vorgekämpft und dann ging es rings ums große Brasilien wieder zurück nach Buenos Aires. In Mai 2015 bin ich dort wieder angekommen, wohlbehalten. Ich habe in Wellenbedingungen gepaddelt und teilweise auch gelandet, wo man sich das gar nicht so richtig vorstellen kann. Leider kann kein Brandungsbild das rausgeben, wie es wirklich war. Also einzelne Brecher, Dumper sind teilweise 4 Meter hoch gewesen, wo entsprechend das Wasser wirklich hochrauschte bis zu 100, 100, 200 Meter auf die Küste. Und wenn es dann in verschiedenen Reihen war, die Wellen, war es auch nicht gerade angenehmer. Da muss man entsprechend die einzelnen Gürtel durchpaddeln und die äußersten waren die naturgemäß höchsten. Und wenn es da einen umschmiss, war es nicht so ganz lustig. Nur eine Woche später nach meiner Ankunft in Buenos Aires bekam ich in Augsburg den World Paddle Award verliehen für diese Leistung. Und ich freue mich, Ihnen jetzt in einer Präsentation über meine spannenden Reisen berichten zu können. Ja.